den Sprung. Susi, du bist ein geborener Torwart. Sam, bist du verrückt? Stell dir das Chaos vor, das du anrichten würdest. Überall Pfützen aus Cola. Tut mir leid, Susi. Ich wollte einfach nur etwas Spaß mit Mentos haben. Glaub mir, das ganze Haus zu putzen macht keinen Spaß. Ich werde es nicht wieder tun, versprochen. Tatsächlich gibt es etwas Interessantes, was wir mit Mentos machen können. Was denn? In ein paar Stunden werden wir einen Mentos-Schießstand haben. Peng, peng! Stopp die Zeit! Wir werden was? Susi, warte! Hallo zusammen! Heute werden wir einen Schießstand errichten. Aber zuerst müssen wir eine Mentos-Pistole bauen. Ich habe mehrere Pappstücke für die Basis unserer Pistole vorbereitet. Hier. Wow, diese Form erinnert mich an eine Weltraumpistole. Du hast recht, aber wir haben Mentos statt Laser. Wir brauchen etwas Heißkleber, um mehrere Pappteile zusammenzufügen. So, perfekt. Und das wird wirklich Mentos schießen? Ich kann es nicht glauben. Ich habe noch andere Teile vorbereitet, damit unsere Pistole weniger leer aussieht. Lasst uns nun kleine Stöckchen in die Löcher stecken, die wir gemacht haben. Wir brauchen sie, um den Mechanismus anzubringen. Befestigen wir sie mit Kleber. So. Und hier. Warte, wo ist Sam? Und wo sind die Teile für das Rad? Eben waren sie noch hier. Hier sind wir. Ich habe dir ein wenig geholfen. Die Stücke zusammengeklebt und die Löcher gemacht. Oh, Sammy, du bist der Beste. Bringen wir es jetzt an seinen Platz an. So. Achte darauf, dass es sich dreht. Sonst funktioniert der Mechanismus nicht. Ach du grüne Neune. Ich kann die Mentos-Inseln sehen, Kapitän. Eigentlich ist das der Lauf für unsere Pistole. Hier werden die Mentos rauskommen. Hast du nicht etwas vergessen? Richtig, Sammy. Danke dir. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Dich davon abzuhalten, alle Mentos zu essen? Nein. Wir machen jetzt den Abzug. Nehmt eine Metallplatte und einen Draht. Leute, die Arbeit mit dem Lötkolben ist ziemlich gefährlich. Bittet einen Erwachsenen, euch bei diesem Schritt zu helfen. Oh, richtig. Ich schaue einfach genau zu. Nehmt dann eine längere Platte, die so gebogen ist, und lötet ebenfalls einen Draht dran. Seid sehr vorsichtig, Leute. Macht das mit einem Erwachsenen. Jetzt können wir die beiden Platten zusammenfügen. Lasst sie uns auf die Faserplatte kleben, wobei wir darauf achten, dass die Drähte in die gleiche Richtung zeigen. Genau so. Die lange Platte muss über der kurzen liegen. Jetzt befestigen wir unseren Mechanismus an der Stelle, wo unser künftiger Abzug sein wird. Der Hebel sollte hier unten sein. Tolle Arbeit, Susi. Ja, Sammy, ich habe auch etwas für dich. Während ich die Arbeit mit den Drähten fertigstelle, kannst du den Abzug machen. Ich bin bereit. Aber wie? Ich habe die Pappteile schon vorbereitet. Du musst sie nur kleben und bemalen. Für fliegende Mentos würde ich alles tun. Okay, Leute. Unser Abzug ist bald bereit. Wir stehen kurz vor der Ziellinie. Damit es funktioniert, öffnen wir eine gewöhnliche Haarnadel mit einer Zange. Und bauen einen weiteren Mechanismus mit einem Draht aus diesen Materialien. Fertig. Jetzt können wir diesen Mechanismus auf die Basis kleben. Oh, da kommt Sammy. Schau mal, was ich gemacht habe. Das ist der beste Abzug aller Zeiten. Gut gemacht, Sammy. Mal sehen. Juhu, es passt. Schaut, der Abzug bewegt sich perfekt. Und unsere Mechanismen funktionieren. Nun, Sammy. Jetzt nutzen wir etwas Magie. Was? Magie? Wow! Jetzt wird die Kraft der Magie dieses Stück auf die Pistole setzen. Peng! Aber vergesst nicht, dass harte Arbeit die beste Art von Magie ist. Weise Worte, Susi. Eine tolle Idee für ein Status-Update. Das ist kein Status-Update. Es ist die Wahrheit. Ich klebe noch ein Pappteil an. Lass mich dir helfen. Einen Moment. Wo ist Sam hin? Nun ja, es ist fertig. Da bin ich. Nimm das. Jedes Detail an unserer Pistole muss fantastisch sein. Auch der Griff. Sammy, tolle Idee. Du hast wirklich dein Bestes gegeben. Lass uns noch etwas mehr Magie hinzufügen. Hopp. Oh,
Ich fühle mich schon ganz schwindelig. Okay, okay. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Sonst wäre es zu einfach. Unsere Pistole wird von einem Motor angetrieben. Ihr solltet ihn hier platzieren. Jetzt bauen wir ein Rad für die Pistole. Es ist ein rundes Teil aus mehreren kleinen Kreisen. Bedeckt es mit einem Gummiband, fixiert mit Klebstoff und befestigt es am Motor. So. Sammy, wie ich sehe, machst du dasselbe mit dem zweiten Motor? Ja, ich ja. Gut gemacht, Sammy. Deine Mühe wird belohnt werden. Schon sehr bald. Jetzt müssen wir das Schwierigste hinter uns bringen. Die Drähte. Oh, also, ich werde mich etwas ausruhen und dir bei der Arbeit zusehen. Verbindet die Drähte sehr vorsichtig. Ja. Und hier. Vergesst nicht, bei diesem Schritt einen Erwachsenen um Hilfe zu bitten. Yeah, das stimmt. Wow, du scheinst einen magischen Nieser zu haben. Wir müssen nur noch die Drähte anlöten. Hier. Und hier. Jetzt legen wir die Batterie in die Pistole. So können wir sie verstecken. Ich schätze, die wirst du auch brauchen. Du hast immer recht, Sammy. Lasst uns diese Teile kleben. Eins und zwei. Nehmt jetzt eines unserer ersten Teile und bedeckt die Pistole damit. Lass mich helfen. Ich kann es kaum erwarten, unsere Pistole mit Mentos zu beladen. Sam, hör auf, um zu albern und Zeitlupentempo zu imitieren. Lass es uns fertigstellen. Tut mir leid, Lucy. Ich sehe immer noch deinen Sprung vor mir. Lass uns lieber unsere Pistole in Aktion sehen. Legt ein Mentos in die Pistole, drückt den Abzug und das Mentos fliegt raus. Wow, es funktioniert! Es ist so schnell geflogen, dass selbst du es nicht fangen konntest. Leute, schaut euch an, was im Inneren der Pistole passiert. Unsere Räder drehen sich und schießen die Mentos aus der Pistole. Also gut, jetzt befestigen wir die untere Abdeckung. Überlasse mir den Rest. Ich bin der große Dekorateur. Oh, ich bin etwas müde. Einen Moment noch. Fertig, Susi. Oh, bin ich dran? Perfekt. Alle Teile werden großartig aussehen. Wie gefällt dir der Lauf? Nicht schlecht. Hier ist das Visier. So, der vordere Teil ist fertig. Und der hintere Teil auch. Perfekt. Jetzt fehlt uns noch eins. Das Magazin für die Mentos. Ich habe bereits die Teile für das Magazin vorbereitet. Ich muss sie nur noch kleben. Etwas Kleber an die Wand. Und die Seiten befestigen. Susi, hier ist noch eine Wand. Lass uns zum Schluss noch etwas Magie anwenden. Jetzt können wir das Magazin an der Pistole befestigen. Hier sind unsere Kugeln. Jetzt werden wir zum Merchandiser, Sammy. Was? Sind das Außerirdische mit Mentos-Pistolen? Nein, das ist ein richtiger Beruf. Merchandiser verpacken Waren, öffnen sie und stellen sie in Geschäften aus. Wenn sie mich in Mentos bezahlen, dann bin ich dabei. Sammy, du bist so eine Naschkatze. Wir haben jede Menge Mentos. Ich bin im Himmel. Lasst uns unser riesiges Magazin mit Mentos füllen. Nun, ich denke, das reicht erstmal. Unsere Pistole ist zum Schuss bereit. Scharfschützen der Galaxie. Das werden wir gleich überprüfen. Der Mentos-Schießstand wird eröffnet. Stellen wir die Pappbecher auf.
Ich habe alle Becher getroffen. Wann wurdest du zur Scharfschützin, Susi? Nun, wir haben uns so viel Mühe gegeben, diese Pistolen zu bauen. Ich kann einfach nicht verfehlen. Okay, noch ein Versuch und dann bin ich dran. In Ordnung. Warte. Es scheint, dass ein paar Kugeln fehlen. Sam? Tut mir leid, Susi. Ich konnte nicht widerstehen. Du frecher Schleim, du. Ich schau weg, damit du mehr Glück hast. Fertig. Zielen. Ein weiterer toller Schuss, Susi. Juhu, ich hab gewonnen. Leute, ihr könnt es sicherlich kaum erwarten, eure eigene Mentos-Pistole zu bauen. Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Vergesst nicht, dass ihr dieses Handwerk nur mit einem Erwachsenen machen könnt. Bitte abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke. Wir haben noch so viel Spaß vor uns. Alles klar. Schnall dich an, Susi. Dieses Mal schlage ich dich. Lass es uns herausfinden. Vorsicht, Pappbecher. Leute, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.